Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nun ja, nach dem ganzen Verkehrsmanagement und dem ganzen Häuserbau werden wir uns heute in dieser Folge um die Forstwirtschaft kümmern bzw. um die Industrie kümmern. Und da schauen wir einfach einmal, ob das Ganze mit der Forstindustrie so weit abdeckbar ist, dass wir vielleicht die eine oder andere Industrie hier entfernen können, denn ich möchte nicht dieses ganze Gebiet hier auf Forstindustrie umstellen, sondern ich würde gerne hier ein bisschen mit der Forstindustrie herumarbeiten und das Ganze dann hier an diesen Autobahnanschluss ranbringen. Und auch hier würde ich ja dann gerne mit diesem Autobahnknoten, der schon vorher gefertigt ist, dann möchte ich da auch gerne ein bisschen verändern bzw. ein bisschen verschönern, allen voran hier mit den einzelnen Spuren, denn ja, das kann man ein bisschen verbessern. Und schauen wir mal, ob das Ganze dann auch gut passt, beziehungsweise wie das Ganze dann auch gut notwendig ist. Jetzt aber, ich möchte ganz gerne die Straße mal in die Richtung weiter verlängern. Ich hoffe, dass uns das jetzt nicht in den finanziellen Ruin treibt, weil wir haben im Moment noch eine positive Bilanz. Ich würde nämlich ganz gerne, warum nehmen wir nicht ganz einfach die Pipette hier und genau. Und ich würde ganz gerne mal in Richtung dieses Autobahnanschlusses weiterbauen. Ich muss nur die Toneinstellung ein bisschen für mich verändern. Das ist jetzt bei den Kopfhörern ein wenig zu laut. Und dann würde ich hier gerne das so machen. Dann würde ich das gerne hier so machen. Ich würde da gerne genau mittig bleiben. Dann könnten wir ehrlich gesagt ohne weitere Probleme hier einen Kreisverkehr machen. Aber das lassen wir im Moment noch. Hauptsache, wir haben jetzt einmal die Straße hier angesetzt. Und den Rest schauen wir sich jetzt dann gleich an. Also das gefällt mir schon einmal so weit gut, dass ich ja gesagt habe, solange wir keine Gleise legen können, beziehungsweise keine Gleise selbst erstellen können, was auch gar nicht notwendig ist, denn erstens mal kosten die viel Geld. Lassen wir das jetzt einmal so, auch wenn es jetzt noch wirklich, wirklich fürchterlich aussieht, aber das soll uns weiter nicht stören. Man beachte es jetzt bitte nicht, sondern es geht uns jetzt mal um die Forstindustrie. Und dieses Teil hier gefällt mir ehrlich gesagt recht gut. Kann man dich eigentlich zu einem Procedural Object verwandeln? Nein, kann man nicht. Gut, dann muss ich dich leider zurück. Aber ich werde dich einfach jetzt mal nehmen und werde dich da mal rüberlegen an die Grenze, denn ich möchte die Bäume hier abreißen. Ja, ich möchte die Bäume hier abreißen aus dem einfachen Grund, da ich ja schon einmal gesagt habe, dass mir die überhaupt nicht gefallen, diese Bäume. Und wir werden uns jetzt gemeinsam für dieses Let's Play Bäume aussuchen, die dann quasi unseren Wald bzw. unsere Forstwirtschaft widerspiegeln sollen. Deswegen werden wir da jetzt mal einen Cut machen. So, schwupp. Weg mit euch. Was liegt da? Da liegt noch irgendwas. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Transport Fever, wo einfach so Steine in der Landschaft herumliegen. Ist offensichtlich ein Prop und kommst auch darauf. So, für dich finden wir schon noch ein Plätzchen. So, wir haben ja hier schon mal begonnen mit dem Wald. Und ich würde da ganz gerne mit dem Wald hier weitermachen. Schauen wir mal, was hätten wir denn da für Bäume, beziehungsweise wir haben ja eigentlich auch so ein Waldtool. Wir haben so ein Tool, mit dem wir mit Wäldern anfangen können. Schauen wir mal, was gibt es denn hier alles? Baumliste, okay. Aha, Stärke, Größe. Okay, das ist jetzt, ja genau, da kann ich umschalten, halt eben, wie es aussieht. So, wollen wir Dreiecke, wollen wir so Risse oder was auch immer. Na, wenn, dann würde ich gerne den Kreis hier behalten. Okay, dann machen wir da mal. Ah. Okay. Gut. Ich würde hier gerne mal Wald. Den fügen wir hinzu. So. Und was hätte ich gern drin? Im Wald hätte ich ganz gerne mal. Ich würde das gerne mal testen, wie das überhaupt aussieht.
einfach das als Wald lassen? Ist mir das irgendwie ein bisschen im Weg? Sieht eigentlich irgendwie aus wie so eine Art Jungwald. Das Schöne ist mit der rechten Maus, dass die kann ich es gleich löschen. Wie siehst du aus? Ja. Okay. Das ist mir dann schon ein bisschen zu viel. Meinen guten Mischwald. Machen wir mal so. Probieren wir mal, wie würde es aussehen, wenn ich euch jetzt so zusammenmische. Okay, dann nehmen wir noch die Cluster of Bushes dazu. Und dann würde ich noch gerne... Ja, den lassen wir weg. Den müssen wir ehrlich gesagt... Ah, den können wir ruhig lassen. Ja, da haben wir schon ein paar Bäumchen drin. Und dann... So, ich glaube, wir nähern uns einem guten Waldergebnis. Dinosaurus, the only restaurant with the servers are dinosaurs. Our animatronics are so real. Tiny Trees müssen jetzt nicht unbedingt drinnen sein. Die auch nicht, die hebe ich mal eher auf für Straßen. Every dish is an archaeological find, like our Stegogeti. Ja, wir müssen auch nicht unbedingt reingehen. So, jetzt hätte ich fast niesen müssen und hätte fast vergessen, die Aufnahme zu stoppen. Also gut, dass ich noch drauf gekommen bin und zum plötzlich war auch das Niesen erledigt. So, ich glaube, das reicht einmal. Schauen wir mal, wie wir das jetzt da am besten hinbekommen. Soaking up the atmospherics tonight and getting ourselves in the mood for the con. I know a lot of you listeners will be heading out to check out what's new in the comic. Sieht gut aus, oder? Kann ich eigentlich? Ja, genau, mit der rechten Maustaste kann ich auch sogar hier noch ein bisschen entfernen. Das ist richtig gut. Oh, da sind noch Steine drin, da ist auch noch ein Baum drin. Great deal, guys. One word of warning, though. It's dangerous to go alone. So take me. Würde ich das ganz so machen? Hier würde mich auch ganz gern wieder ein bisschen Wald reingeben. So. Sieht doch gut aus. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das natürlich auch weg. Geben wir das dann das so wieder zurück. Sogar über die Grenze ein bisschen drüber malen. Na, das passt doch. Wie wäre es, wenn wir dann eigentlich gleich das da so ein bisschen verbinden? Das sieht gut aus. Da habe ich schon Ideen jetzt gerade bekommen. Das am besten verknüpfen. Gut, dann lassen wir das Teil einmal so. Mehr möchte ich da jetzt noch nicht machen. Das schauen wir sich dann ein bisschen später an und ich finde, das ist doch jetzt gleich um einiges schöner. So ein bisschen ein leichterer Wald, also noch nicht so richtig aktiv fest. Da werden wir dann schauen, beziehungsweise ich kann auch offscreen mal schauen, ob ich da so richtig einen Hardcore-Wald quasi zusammenbekomme. Also so richtig mit hohen Bäumen und alten Bäumen und was halt so ein richtiger Wald bietet. Und das sieht recht gut aus mit den kleinen feinen Bäumchen da dazwischen. Doch wieder der eine oder andere größere Baum. Ja, das passt. So können wir das auch schon lassen. Das lassen wir auf jeden Fall so, weil das war mühselige Handarbeit sozusagen.
und ich finde, das passt perfekt. Gut, jetzt geht's los. Ich möchte ganz gerne mal hier, warum nicht eine Straße machen mit, ich hätte da gerne sowas. Oder ich hätte, ja, machen wir sowas. Probieren wir das einmal. Da gehen wir gleich so rauf hier. Das sieht nicht schlecht aus. Was ich noch gerne haben möchte, ist, dass wir das Ganze umdrehen. Und dann würde ich gerne mit dem Node-Controller hier arbeiten. Ich würde hier gerne die Junction Markings entfernen und ich würde das Ganze gerne ein bisschen breiter ziehen. So. So mit 16, das müsste schon passen. Und das geht dann Richtung Wald-Forstgebiet. Das lassen wir jetzt einmal so, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was wir hier fürs erste Mal machen könnten, ist, dass wir hier sagen, wir nehmen hier nur eine Vorrangtafel. Genau, die muss reichen einstweilen. Drehen wir vorsichtig. Jetzt sollten wir eventuell hier, genau, muss ich ein bisschen da diese Linie zu Hilfe, dass wir es ein bisschen 90 Grad Winkel machen. Dann stellen wir das gute Teil hier hin. Und selbstverständlich machen wir ein Procedural Object daraus. Na, das passt doch. Fürs Erste ist das in Ordnung. Gefällt mir sogar, wie das da runter geht und drüben wieder rauf. Gut, ich würde jetzt ganz gerne mal probieren hier mit den Industriestraßen, die ich ja hoffentlich, ja, das ist eine mittlere Industriestraße, gibt es eigentlich. Machen wir das mal so, indem wir hier auf Industrie gehen und hier auf Netzwerk, dann sind hier die Industriestraßen dabei. Ich würde das ganz gerne so machen. So in die Richtung. Sieht eigentlich cool aus, ja? Wenn die Bäume da nicht im Weg wären. Zumindest die, die man nicht brauchen, nehmen wir weg. Die schieben wir ein bisschen auf die Seite und die schieben wir ein bisschen auf die Seite. Und jetzt würde ich ganz gerne mal schauen, wie viele Spuren hat die Straße. Kann man hier parken? Nein. Also das ist wirklich nur so eine alte Industriestraße, die asphaltiert ist und Richtung. Nehmen wir den Node-Controller zur Hand und sagen gleich einmal weg mit euch, da gibt es keinen Schutzweg. Und wir werden einmal auf jeden Fall auseinanderziehen. Das sieht doch gut aus. Ach, ich mag's, wenn das so funktioniert. Das sieht wirklich cool aus. Man muss nicht mehr mit irgendwelchen Props arbeiten, um Dinge zu verstecken. Sondern das passt. Ah, neu asphaltiert, alt asphaltiert. Das passt perfekt. Gut, wir wollen Richtung dieses Gebiets, aber vorher müssen wir mal überhaupt, glaube ich, ein Gebiet ausweisen. Und zwar, wenn wir jetzt einmal hier das Zedernzentrum, das hört sich doch gut an. Das Zedernzentrum wird unser zukünftiges Forstwirtschaftsindustriegebiet. So, das nehmen wir noch mit dazu. Genau. Auch noch mit dazu. Ah, nehmen wir das Ganze so mit einfach. Es ist ja eh egal. Das sieht wenigstens schön zum Abschluss gebracht aus. Und so lassen wir das. Jetzt müssen wir ihm nur irgendwie erklären, dass dieses Zedernzentrum
eine Spezialisierung braucht, kann ich ihm nicht sagen. Ich würde ganz gerne... Nee, Moment mal. Forstindustrie. Oder wie ist das jetzt? So. Jetzt nehmen wir mal die Straße hier. Und ziehen die weiter Richtung Industriegebiet. Genau. Dann sollten wir das vielleicht so machen. Und dann wären wir hier. Haben wir hier eigentlich noch eine Möglichkeit... Das passt am besten zu so einer Waldstraße. Ja, das ist komisch, also gefällt mir das hier fast besser. Leid, also da gefällt mir die um einiges besser und da können wir sicher auch mit dem Node Control ein bisschen besser arbeiten. So Junction Markings brauchen wir hier mal keine. Okay. Naja. Road. Alrighty, Tony G back on the airwaves. Sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. So, wie wird es jetzt aussehen, wenn wir hier so ein bisschen arbeiten? Na bitte. Das sieht doch gleich viel besser aus und erinnert schon mehr so an eine Waldstraße. So. Das passt schon einmal. Jetzt müssen wir nur irgendwie schauen, denn ich muss da noch ein Stückchen genau mit dem hier arbeiten. Würde ich das ganz gerne so machen. Können wir hier ohne weiteres mit Hilfe des Node Controllers ja auch gleich mal sagen, Moment mal, wir brauchen hier keinen Fußweg. Da darf er ruhig sein, aber man sieht ihn hier eh nicht und das Ganze wird ein bisschen langgezogen und sieht schon um einiges wieder besser aus. Ja, wunderbar. Was wir jetzt noch brauchen ist, ja, die 50 km/h, die dürfen sie gerne haben. Was wir auf jeden Fall machen ist, das hier so rauspicken. Ah, das sieht cool aus, das passt. Und jetzt kommt das erste Gebäude für unsere Forstindustrie und dazu brauchen wir Forstwirtschaft-Hauptgebäude. Das Forstwirtschaft-Hauptgebäude legt ein nicht zugewiesenes Forstwirtschaft fest, sodass dieses aufgestuft werden kann. Für städtische Dienstfahrzeuge fungiert es als Hauptquartier für dieses Gebiet. Gut, das heißt, wir bauen jetzt dieses Gebäude hier hin. Hätte das nämlich wirklich ganz gern da. Kann man, sind die auch, ja, das sind auch zonbare Gebäude.
Glückwunsch. Sägemühle, kleine Baumplantage und kleiner Holzplatz. Das ist gut. So, jetzt hätte ich ganz gerne das hier mal deaktiviert. Und okay, jetzt schauen wir mal. Und zwar will ich jetzt was bei den Bäumen schauen. Das ist jetzt eher mehr so eine auch gleichzeitig Lernfolge. Moment einmal. Pappeln möchte ich da ehrlich gesagt nicht haben. Ich hätte gern nur die Custom-Bäume. Da hätte ich gern große Bäume. Da gehen wir mal ein bisschen. Ja, das nicht. Aber der sieht mal sehr interessant aus. Ja, da könnte man eigentlich schon was anfangen damit. Ich schaue mal schnell und das werden wir auch. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. Und zwar werden wir da mit dem Tool hier arbeiten. Und dann werden wir ihm sagen, dass der Nadelbaum zukünftig hier da. So stelle ich mir das vor. Ja. Das sieht cool aus. Das passt. Was wir jetzt noch machen könnten, ist, dass wir da noch ein paar von diesen Bäumen, da nehmen wir jetzt Wald, machen wir neu. Dieser Brush heißt dann Waldnadel. Und da nehmen wir jetzt die dazu. So, Abstand, dann machen wir S dazu und dann sollten eigentlich die dazukommen. Ja, Pinien möchte ich da jetzt nur nicht dabei haben. Hallo? Genau, ich hätte gern. Dich. Dann hätte ich gern dich. Dann hätte ich gern dich. Dann hätte ich gern dich. Dann brushen wir da noch ein bisschen herum. Fügen die da noch so ein. Sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Dieses Hauptgebäude hier haben wir jetzt auch. Im Normalbetrieb Forstwirtschaft Hauptgebäude, alle 40 Minuten kostet uns das Gebäude 120 Dollar oder Credits. Das Forstwirtschaft Hauptgebäude liegt eine nicht zugewiesene für städtische Dienstfahrzeuge. Genau, das wissen wir schon, das kennen wir schon, Forstwirtschaft Hauptgebäude. Da können wir eigentlich, das können wir eigentlich umbenennen. In Zedernzentrum. Hoppla. Jo, das passt. Jetzt hätte ich hier gerne noch einen Schranken. Ich glaube, unter Schranken werden wir es nicht finden. Dann vielleicht unter Barrier. Da hätten wir schon etwas.
mal gleich den hier. Jetzt können wir das wieder so aktivieren. Das hat man doch meistens in so Forstwirtschaftsgebieten. Eigentlich hätte ich gern so einen. Schauen wir mal, kriegen wir da irgendwas zusammen? Ja, ist egal, dann nehmen wir die moderne. Bisschen montiert mit den Asphaltteilen hier, genau. So sieht das gut aus. Ja, das gefällt mir, das passt und so möchte ich das lassen. Gut, dann geht's weiter. Was brauchen wir eigentlich noch in dieser Forstwirtschaftsindustrie? Was hätten wir denn hier? Wir haben einen kleinen Holzplatz, einen kleinen Lagerhof, auf dem forstwirtschaftliches Rohmaterial gelagert wird. Lagerhäuser können außerhalb des Industriegebiets platziert werden. Mhm. Dann haben wir hier eine kleine Baumplantage, können Erlen, Buchen oder Nadelbäume gepflanzt werden, sämtliche Förderanlagen produzieren rohe Landwirtschaftsmaterialien, platziere eine Förderanlage auf einem Forstgebiet innerhalb des Industriebereichs. Gut, die können 4800 alle 40 Minuten und haben 5 Frachtlaster. Da haben wir so einen Forstwirtschaftszaun, der ist ja jetzt im Moment nicht wirklich notwendig, und eine Sägemühle, die Aufbereitungsanlage zur Produktion von Forstwirtschaftsspezialgütern in Form von Schnittholz. Lagerhäuser, einzigartige Fabriken. Okay. Also ich brauche mal zuerst sowas hier, damit die überhaupt einmal anfangen, was zu arbeiten, oder damit die überhaupt einmal anfangen können, hier zu arbeiten. Das heißt, wir stellen das hier hin. Dann kann man da aber sicher sagen, ich hätte gerne einen Nadelbaum. Dann haben wir wieder diese komischen Nadelbäume hier und jetzt habe ich dieses Prop and Tree Energy vergessen auszustellen. Gut. Gebäude, Dekorationen, Objekt, Gebäude. So, genau. Das ist gut. Jetzt nehmen wir das Ganze noch einmal. Setzen es noch einmal dahin. Und jetzt könnte man ja eigentlich wahrscheinlich das Spiel zum Absturz bringen, und bevor ich das mache, werden wir nochmal ganz schnell speichern, weil es wäre jetzt schlecht, wenn dieser Speicherstand verloren gehen würde. Wir haben sogar noch 2 Minuten, dann sind wir bei der Folgenlänge von 30 Minuten angelangt. Und zwar würde ich jetzt gerne das hier nehmen. Ja. Tree Plantation Conifer Nadelbaum wird getauscht mit PD Silky Oak Large und ändern. Das sieht einfach nur cool aus und genau so werden wir dann in Zukunft weitermachen. Aber wir nutzen das jetzt aus und schauen mal. Wir haben jetzt hier Nadelbäume und die produzieren Rohholz. 18 Tonnen können sie speichern. Ich arbeite nicht mit dieser Mod, die, es gibt ja so eine Industry Balancing Mod, die habe ich deaktiviert, mit der spiele ich nicht. Wir können uns aber selbst hier ein bisschen was verändern, falls das mit dem Lager, mit der Produktion nicht funktioniert. Das können wir sich aber dann in Ruhe anschauen, beziehungsweise mal schauen, weil es gibt ja immer wieder Probleme mit den LKWs, dass die dann nicht so viel, oder dass dann zu viele LKWs unterwegs sind und ja, das liegt dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Was ich aber gerne noch einmal machen würde, ist, ich würde auf jeden Fall noch gerne so eine kleine Baumplantage dazusetzen. Haben wir hier keine Straße mehr? Nein, haben wir keine Straße mehr.
Das heißt, wir nehmen uns zuerst die Straße und gehen mit dieser Straße hin. So, im Bogen da hinüber. Genau, das ist in Ordnung so. Oder? Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich da so rübergehen. So rübergehen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir so ein bisschen Kreis hier. Was wir noch machen könnten, ist, dass wir sagen, wir wollen das Ganze dann noch so verbinden. Und was wir machen könnten, ist das Ganze so verbinden. Dann werden wir auf jeden Fall noch tatsächlich geringe Nachfrage nach Industrie. Das können wir jetzt einmal so lassen. Ich würde ganz gerne noch so mal was hinsetzen. So. Das ist gut. Dann würde ich gerne hier das Ganze umbenennen in Zedernzentrum. So. Und zwar nein. Hier beginnt das Zedernzentrum. Zwar genau. Na. Genau hier beim Schranken beginnt das Zedernzentrum. Und dann würde ich hier gerne ja, das muss ehrlich gesagt nicht so heißen. Das nehmen wir ganz einfach Industriezeile. Lass meinst weiler mal so. Und dann möchte ich noch, bevor die Folge jetzt zu Ende ist, möchte ich noch ganz gerne einen Wunsch erfüllen. Und zwar können wir da warum eigentlich nicht? Dann wären wir hier. Zeig dich mal, wie lang bist du? Ja, das machen wir so. Und das Ganze wird nicht die Freienturmgasse, sondern das wird die Richardgasse. Und somit habe ich den Wunsch auch erfüllt, der letztens in den Kommentaren gestanden ist. Freut mich, dass du in die Kommentare geschrieben hast und herzlich willkommen bzw. herzlichen Glückwunsch zur Richardgasse. So, jetzt ist das auch erledigt und wir schauen noch einmal ganz schnell ins Zedernzentrum und versuchen vielleicht noch ein Lagerhaus zu bauen. Ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, wo ich das hinsetzen soll. Ich würde das ganz gerne. Kleiner Holzladeplatz, wo würde man den Holz lagern eigentlich? Ja, eigentlich da irgendwo, oder? So, dann haben wir hier einen Holzlagerplatz. Was wir hier auch noch machen, ist, dass wir auf jeden Fall hier sagen, dieses mit seinen Nadelbäumen, auch er nimmt sich natürlich die Idee Silky und ist large. Und ist platziert. Sieht gut aus. Passt. So, das können wir hier noch einstellen. Pachtlaster in Verwendung, keine im Moment ausgewogen. Wir werden da jetzt mal erfüllen gehen. Und Rohholzproduktion. Okay. Müssen wir da mal wirklich noch einmal mit diesem hier da. Also wir brauchen mal Bäume. Dann müssen die weiterverarbeitet werden, entweder zu Papier oder zu Schnittholz. Dann gehen die weiter in. Und dann geht es weiter ins Geld. Okay. Gut. Aber das schauen wir sich in der nächsten Folge an, denn ich möchte die Folgenlänge nicht zu lange werden lassen. Weil, ja,
Haben wir ja schon bei Transport Fever immer wieder zu lange werden lassen. Und da geht's dann auch bald mal weiter. Ich verspreche, Transport Fever 2 ist noch nicht eingeschlafen. Und es wird sicher weitergehen, aber bitte noch ein bisschen Geduld. Ich weiß, das sage ich immer wieder, aber ich bitte trotzdem noch um ein bisschen Geduld in diesem Sinne. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ja, das Zedernzentrum, unsere neue Holzproduktion, ist im vollen Gange. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, City Skylines. Servus.